Meinetwegen können wir starten. Gerne. Also, liebe Weinfreunde, liebe Magdalena Weinfreunde, herzlich willkommen zur vierten Live-Sendung Stay Home, Drink With Us zum Thema St. Magdalena Weine. Ich bin heute, wie ihr seht, mein Name ist Leopold Larcher, bin Sommelier und begeisterter Weinbotschafter dieses einmaligen Weines. Heute bin ich in Verbindung mit Thomas Rottensteiner vom Obermoserhof. Das Weingut liegt inmitten der schönsten Hanglagen des St. Magdalena-Hügels, nördlich von Bozen in Südtirol. Hallo Thomas. Hallo Leo und willkommen allen Weinliebhaber des St. Magdalenas von nah und fern. Fein. Thomas, unsere Zuschauer möchten sicher gerne zuerst deine Familie und das Weingut ein bisschen besser kennenlernen. Ja, also ich bin Thomas Rottensteiner vom Weingut Obermoser. Das 1960 ist das Weingütel Obermoser das erste Mal erwähnt worden. Weingütel heißt also ein Haus und eine kleine Weinparzelle. Und seit 1890 dann ist sie jetzt mittlerweile im Besitz der Familie Rottensteiner. Ich bearbeite jetzt diesen Familienbetrieb in der fünften Generation und muss sagen, in den Jahren, logisch die Generationen, wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 4 Hektar Weinbau und machen da ungefähr zwischen 30.000 und 35.000 Flaschen des Jahres. Nicht? Unsere Lagen sind eigentlich, wir haben tiefe Lagen und höhere Lagen, also von 350 Meter bis 550 Meter. Und haben dann auch, wie unsere Gegend hier ist, sehr hügelig, haben dann sehr verschiedene Lagen. Also wir haben Südhänge, Osthänge und auch Westhänge, hügelige Lagen oder auch in Mulden hinein. Und das ist eigentlich interessant, dass wir sehr sehr interessantes Mikroklima haben, das uns beim Weinausbau eigentlich sehr, sehr zugute kommt. Nicht? Höhere Lagen, ein bisschen mehr Säure, tiefe Lagen, ein bisschen mehr Zucker. Und die Böden sind eigentlich hauptsächlich Moränen-Anschwemmböden in den tieferen Lagen. Und je höher man hinaufkommt, desto mehr ist felsiger Untergrund mit spärlichen Eiszeitablagerungen. Schön, also man weiß ja, dass im klassischen Magdalena-Gebiet fast jeder Weinberg sein eigenes Mikroklima hat und deswegen ist die Erwähnung eigentlich sehr richtig. Im Laufe der Generationen vom Obermoserhof gibt es da sicher auch inspirierende Geschichten, die da passiert sind. Ja, logisch. Es hat immer schwierige Zeiten auch ab und zu gegeben, wie wir jetzt mittlerweile mal ein bisschen eine kritische Zeit für uns haben. Nicht? Aber wenn man denkt, auch mein Urgroßvater, nicht? Das war 1898, ist da also das Haus abgebrannt und der Stadel, nicht? Und der musste dann logisch wieder alles neu aufbauen und kurz drauf war eigentlich ziemlich viele Weingüter hier im St. Magdalena Gebiet verwüstet hat. Und mein Urgroßvater hat erzählt, dass er als junger Bub, also in den Weinbergen, waren nur mehr wenige Rebstöcke und hat dort Schafe gehalten, nicht? Man wusste eigentlich nicht mehr weiter. Und eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg ist dann mit der amerikanischen Reblausresistenten Unterlage und der Edelsorte oben wurde und auch eine der ersten Großberegnungsanlagen Europas wurde hier wieder der Weinbau hat ein bisschen wieder Schwung gekriegt und hat sich eigentlich dann sehr schnell erholt, nicht? Und man muss auch sagen, in den 40er Jahren unter dem Faschismus ist ja der klassische St. Magdalena unter der drei bestbezahltesten Weinen Italiens geführt worden. Nicht? Und das zeigt halt, dass hier dann wirklich Top-Wein oder Qualität erzeugt worden ist. Nicht? Ja, da war ja damals unter die drei besten Rotweine Italiens nominierter Magdalena-Wein. Gut, genau. Sicher gibt es auch vielleicht lustige Anekdoten, die in so einem Weinhof im Laufe der ganzen Zeit passieren. Ja,
es war, also wenn ich mich zurückerinnere, nicht, als Junge mit meinen Brüdern, nicht, war es für uns ja logisch, auf so einem Hof zu leben, sehr, sehr lustig. Nicht? Und in den 80er Jahren hat es eigentlich hier angefangen mit der Flaschenfüllung immer mehr. Zuerst wurde der Wein ja relativ offen verkauft. Nicht? Wir hatten da Abnehmer in der Schweiz und in Österreich, wurde der Wein an Weinhändlern offen verkauft und die haben dann abgefüllt und weiterverkauft. Nicht? Aber dann eben 70er, 80er Jahre, weil der Tourismus hier auch relativ angezogen hat, der Offenwein wurde immer schlechter bezahlt und dann mussten sich die Vater oder die Großväter eigentlich überlegen, wie machen wir weiter und haben sich dann eben entschieden, bessere Qualität zu erzeugen und auf die Flasche zu füllen. Ne? Und eben Anfang ist ja ganz primitiv. Ne? Die Flaschen wurden mit Schläuchen gefüllt, man hat alles per Hand verkorkt und da haben auch Nachbarn mitgeholfen. Und das war auch lustig, wenn die Flaschen eigentlich mit den Schläuchen befüllt worden sind, war dann eigentlich oft vielleicht zu voll und dann wurde der letzte Schluck halt abgetrunken und danach die Flasche verkorkt. Ne? Das war so eine lustige Sache, was uns Kindern noch geblieben ist. Also worauf legt ihr bei eurer Weinproduktion heutzutage besonderen Wert? Ja, also ich muss sagen, ich bin seit 1996 im Betrieb, habe davor die Weinbauschule gemacht und verschiedene Kellerwirtschaftskurse gemacht, habe auch teils in anderen Betrieben praktiziert und bin dann logisch als Junger voller Datendrang gekommen und habe hier eigentlich in den 90er Jahren wollten wir ein bisschen mit internationalen Sorten auch ein bisschen experimentieren, haben da Cabernet und Merlot gepflanzt auch, aber sind dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass eigentlich die autochthonen Rebsorten hier eben der Vernatsch in seinen Spielarten, Lagrein für uns nicht nur die besseren Sorten hier sind, auch traditionsbewusster und deshalb haben wir eigentlich uns für diese Sachen entschieden, nicht? Und bauen mittlerweile diese zwei Typen aus. Also Magdalena machen wir in zwei, einen klassischen, eine Selektion und zwei Lagreins und haben in einer höheren Lage ein Sauvignon. Für mich ist sehr wichtig im Weinbau, dass wir mittlerweile auch sehr naturnah arbeiten. Wir verzichten auf Botrytizide und Herbizide und arbeiten im Keller relativ einfach, aber auch traditionsbewusst. Nicht? Für mich ist wichtig, dass Tradition und Innovation sich zusammenfinden und dort finde ich eigentlich den richtigen Weg. Nicht? Unsere Weine machen im Keller, also reden wir jetzt von den Rotweinen, alle auch machen alle einen Durchgang auch im Holzfass, im großen Holzfass, großes Eichholzfass. Das ist uns sehr wichtig zur Reifung. Auch im klassischen Magdalena wird teils im Stahl vergoren, aber der Ausbau ist teils immer auch im großen Holzfass. Nicht? Und wenn wir jetzt vom Classico Nobilis Selektion, der macht ganz bewusst die Gärung im Holzfass und den Ausbau im Holzfass. Und das ist für uns halt sehr wichtig und für mich ist es auch wichtig, diesen einzigartigen Wein, was wir beim St. Magdalena haben, auch in die zukünftigen Generationen zu erhalten. Nicht? Und das ist mir ein Anliegen und da arbeiten wir junge Winzer eigentlich hier im klassischen Magdalena-Gebiet eigentlich sehr stark dahinter. Ja, ich sehe, es ist die Organisation von der Next Generation, die sehr gut zusammenhaltet und das ist erfreulich, dass das in der Zone da so passiert. Also, ja. Der Obermoser gehört zur Vereinigung der freien Weinbauern Südtirols. Und du bist derzeit, wenn ich nicht falsch bin, der Vizeobmann aktiv. Was macht der Verein und welche sind die Ziele der Vereinigung? Ja, ich bin Vizepräsident der freien Weinbauern. Der Verein ist 1999 gegründet worden. Mein Vater war auch Gründungsmitglied. Und der Verein ist eigentlich da, um die Interessen der kleinen Weinbetriebe zu gewährleisten. Nicht? Die Kleinbetriebe waren früher eigentlich nicht so wahrgenommen. Es gibt die Handelskellereien und die großen Kellereigenossenschaften. Und da haben sich dann halt viele gedacht, wir müssen was tun, damit wir auch gehört werden. Nicht?
haben wir eben die Vereinigung gegründet, mittlerweile seit 21 Jahren sind wir aktiv, sind ein festes Standbein der Südtiroler Weinwirtschaft, haben mittlerweile über 100 Mitgliedsbetriebe und haben da ein eigenes Büro und einen Direktor, wo die Mitglieder eigentlich die Unterstützung haben bei jeglichen Beratungen und Organisationen von Veranstaltungen und legere Sachen. Und man hat halt auch einen regen Austausch unter Winzerkollegen, kann zusammen Veranstaltungen organisieren, zum Beispiel wenn wir hernehmen Vinitaly, und für einen Kleinbetrieb ist es sehr schwierig, sich da selbst zu organisieren. So ist eine Vereinigung, die hilft, und da kann man bei jeglichen Problemen nachfragen und kann zusammen die Veranstaltungen machen. Und wir machen als Verein, wo wir sehr stolz drauf sind, schon seit der Gründung eine Großveranstaltung, die Vinea Tirolensis, die was alle Jahre zugleich zu der Hotelmesse Bozen mitläuft, nicht? Und sehr gut besucht wird, wo man also die ganzen Weine der kleinen Produzenten verkosten kann. Gemeinsam ist man stärker, das gilt überall. Genau. Wunderbar, das passt perfekt. Ja, heute haben wir zwei Südtiroler St. Magdalena von dir hast uns zur Verfügung gestellt, wobei ich sehr gespannt gewesen bin. Ich habe sie mir beide schon eingeschenkt. Also ich habe sie beide schon vorbereitet. Einmal den Klassiker, ja. 2019 praktisch eine Fassprobe. Und Fassproben sind halt sehr interessant, weil man sie einfach vor der endgültigen Entwicklung schon verkosten kann. Also der Klassiker 2019, noch nicht abgefüllt, den werden wir jetzt gern gleich probieren. Ich habe ihn schon aufgeschenkt und schon vorverkostet, habe ihn ein bisschen früher aufgetun, damit er ein bisschen Luft kriegt, und das hat ihm auch recht gut getan. Er war am Anfang ein kleines bisschen versperrt, aber jetzt ist er perfekt und offen. Was mich begeistert, ist die Farbe, das schöne Rubinrot und fast so ganz zarte violette Reflexe schon vorne. Noch vorne. Also das Jugendliche zeichnet sich in der Farbe schon ab. Ja, in der Nase ist er relativ intensiv. Was da rauskommt, sind die frischen Noten von der Weichselkirsche, den Ribis und den Preiselbeernoten. Also so frische, richtig frische Früchte, was da rauskommen. Ja, also zeigt sich schon sehr elegant und sehr fein. Was sagt denn der Produzent selber dazu? Ja, wie gesagt, der 19er Jahrgang, logisch, am Anfang war er noch ein bisschen verschlossen, er braucht ein bisschen Luft, nicht? Der ist vom Fass gezogen. Wir lassen, dann eben versuchen, in Zukunft den Wein ein bisschen mehr Zeit zu geben. Wir sind eigentlich gegen die frühen Füllungen. Ja. So schauen wir, dass die Weine sich optimal auch ein bisschen entwickeln können. 2019 war eigentlich für Natsch, also für den St. Martino, sehr ein interessanter Jahrgang. Man muss auch sagen, wir spielen da beim klassischen, wie ich davor gesagt habe, von Natsch, haben wir auch die ganzen von Natsch-Spielarten drinnen. Wir haben schon seit jeher die alten Klone ein bisschen zurückgehalten. Da ist eben auch hauptsächlich Mitter von Natsch, Grau von Natsch, Schakele von Natsch und Groß von Natsch drinnen. Jetzt Grau von Natsch am wenigsten, nicht? Aber da ist jeder Betrieb im Magdalena-Gebiet hat ein bisschen seine Philosophie, wie er da mit diesen Klonen umgeht, nicht? Und für uns ist halt sehr wichtig, dass wir diese Kombination aus Klonen und eben ungefähr mittlerweile beim klassischen vielleicht 4-5% Lagrein im Verschnitt der Wein dort ausgebaut wird. Wir machen aber immer, wir tun nicht den Lagrein zuschneiden, sondern er wird traditionell dazu mitgeerntet und wird zusammen vergoren und zusammen im Stahltank, halt Stahl- oder Holzfass ausgebaut. Nicht? Ja. Wie gesagt, 2019 war auf 2018 ein bisschen weniger Ertrag. Die Weine präsentieren sich sehr voll, sehr dichte Weine eigentlich, sehr schöne Farbe. Und haben eigentlich ein ausgeglichenes Säureverhältnis, also eine schöne Säure und eigentlich weiche Tannine. Ganz genau. Ein sehr trinkiger Wein. Er ist sehr frisch, sehr trinkig, sehr elegant und hat ganz zarte, samtiges, feine Tannine. Also muss man schon sagen, ganz einen lockeren Abgang. Also auch bei der Anpassung, da hat bei dem Wein wirklich keine Zweifel. Da hat man eher das Problem, was man nicht dazu passen kann, als was man dazu passen kann. Also ich tat da mit Kaninchen und
Lamm und vielleicht da ein bisschen gereiften Käse, da ohne weiter dazu passen. Also zusätzlich zur traditionellen Südtiroler Küche, also zur traditionellen Südtiroler Landküche. Absolut, absolut. Ja, der zweite Wein, den habe ich mir auch schon aufgeschenkt, ist ein bisschen intensiver in der Farbe, ein bisschen praktisch ein dunkleres Rubinrot. Man merkt, dass ein bisschen mehr Lagrein ist, der Nobilis, ja, habe ich schon da. Und das ist der 218er. Und ja, ist von den Tanninen her stärker wahrscheinlich ist ein Stück mehr Lagrein drinnen. Also man merkt schon, er ist runder, komplexer, intensiver, hat mehr Struktur, mehr Körper. Die Farbe ist auch ein sehr elegantes, sehr intensives Rubinrot. Die violetten Reflexe sind weg. Also in der Nase sind nach meiner Meinung anstatt der Herzkirsche, also der Weizelkirsche, finde ich da die Herzkirsche. Schon reifere Beeren, Himbeer, Erdbeer, schon also ein bisschen strukturierter und reifer. Ja. Während wir auf der einen Seite eher auf der frischeren, eleganten Seite gewesen sind, sind wir da auf der reichen Seite. Hat eine schöne Struktur, er ist konsistent, er macht wunderschöne Schlierenbildungen auch. Im Glas sieht man da ganz schön auch. Er ist einfach ein Wein, der ein bisschen weitrauiger hat, also ein bisschen stärker ist. Da tat ich schon auf roten Fleisch und gereifte Käses gehen, also da absolut sehr fein. Was sagst du dazu? Ja, wie gesagt, der Nobilis, ne, das ist... machen wir jetzt seit 3 Jahren. Ne? Das hat sich im klassischen Gebiet, die jungen Winzer haben da ein bisschen angefangen, eine Magdalena auch als Selektion ein bisschen auszubauen, damit man auch zeigen kann, was ist möglich aus einer Fanatstraube zu holen. Nicht? Und man sieht einfach, auch wie bei uns und bei Nobilis, dass man durch Selektionierung, durch weniger Ertrag eigentlich sehr, sehr gehaltvolle Magdalena hinkriegt. Nicht? Und ich muss sagen, der Nobilis ist bei uns logisch die beste Lage, was wir haben. Das ist der Südhang, sind die ältesten Rebstöcke bis zu 45 Jahre alt. Ist hauptsächlich Tschakele vernatscht und macht logisch 10% Lagrein im Verschnitt, also zusammen vergoren. Aber wie gesagt, der bleibt eben, der gärt im großen Holzfass, macht den Ausbau auch im großen Holzfass für 7-8 Monate, wird gefüllt, meistens mindestens ein halbes Jahr auf der Flasche und kommt dann erst im Verkauf. Nicht? Wenn wir jetzt eben sagen, der klassische 2019er kommt jetzt auf den Markt, dann kommen wir immer mit der Selektion ein Jahr später. Nicht? Also ich glaube, dass der Nobilis auch ein unwahrscheinlich langes Überlebenspotenzial hat. Ich glaube, den kann man ohne weiteres 4-5 Jahre oder länger in einen geeigneten Keller aufbewahren, dass er absolut Struktur behaltet und absolut die Eleganz behaltet, die er hat. Im Gegenteil, im ersten Moment noch ein bisschen mehr dazu reifen hat. Also ich finde das, ja. Zwei tolle Weine. Wie gesagt, wir sind mit den Weinen noch sehr jung erst angefangen, aber wir merken eben auch effektiv, wenn man jetzt zum Beispiel einen 2016er-Jahrgang öffnet, präsentiert er sich jetzt sehr, sehr schön. Nicht? Also die Weine brauchen wirklich einfach noch ein bisschen Zeit und Ding, aber wie gesagt, wir machen da nicht so viele Flaschen und man hat dann auch die Möglichkeit, die Flaschen mal ein bisschen liegen zu lassen und dann erst später mal ein bisschen zu verkosten und man sieht, wie sie sich eigentlich sehr, sehr, sehr schön entwickeln. Du hast sicher in deinem Weinhof auch ein Archiv, wo du die Jahrgänge zurückhaltest, ein paar Flaschen zurückhaltest, damit man sieht, wie sich der im Laufe der Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte entwickelt und wie lange er haltet und wie er sich im Laufe der Jahre verändert. Wunderbar. Ja, das ist, das hat mein Vater schon angefangen und ich muss ehrlich sagen, bei uns kommen oft Weinjournalisten, die aus der Handelskammer geschickt werden, weil das sich ein bisschen umgesprochen hat, dass wir wirklich sehr alte Flaschen auch immer im Keller haben. Wir haben noch Flaschen von 1963 vom klassischen Magdalena im Keller. Nicht? Und bei gewissen Veranstaltungen so öffnet man halt dann gewisse Flaschen. Nicht? Und es ist sehr interessant, wie sich der St. Magdalena eigentlich die Fanatstraube gut haltet. Nicht? Und man muss wirklich sagen,
Vor den 80er Jahren wurde eigentlich noch relativ mehr produziert. Ne? Dann warten wir jetzt mal ab, vielleicht in 10, 20 Jahren, wie sich diese Jahrgänge jetzt entwickeln. Ne? Ja. Und es zeigt sich wirklich, dass die Weine sehr, sehr interessant sind, ne? Und wirklich ein Alterungspotenzial haben. Ne? Also das, was vielleicht viele oft gesagt haben, ja, der Fanacciolo, Magdalena, der muss innerhalb ein paar Jahre getrunken werden. Das sehe ich gar nicht so. Ne? Weil ich glaube auch, dass der Magdalena, so wie er heute produziert wird, kein Vergleich ist mit dem Magdalena von den 80er Jahren, wo man 200% mehr getan hat. Heute selektioniert man sehr genau und der Wein hat eine gewaltige Entwicklung im Qualitätsbereich gemacht. Also wirklich, muss man schon sagen, total eine andere Welt. Ja. Ja, und ja, und man muss eben sagen, früher war auch die Gastronomie und Hotellerie, als der Südtiroler Fremdtourismus richtig angefangen hat, nachher sind sie eigentlich eher auf italienische Weine oder so gegangen, weil einfach die Qualität ein bisschen nicht bei uns gestimmt hat. Nicht? Man muss mittlerweile sagen, Südtiroler Weine trifft sieht man überall. Wir haben die Südtiroler Weine haben einfach einen super Namen und auch der klassische Magdalena findet sich fast also auf jeder Weinkarte. Nicht? Und das zeigt wirklich, dass er wirklich geschätzt wird. Und wir sind sehr stolz auf das und hoffen, dass wir weiterhin diese Weine also in den Restaurants und Hotellerien der Betriebe eigentlich antreffen. Nur die letzte Frage. Wie kommt man in der eingeschränkten Zeit, was wir momentan haben, zu deinen Weinen? Ja, also wir liefern Raum Bozen eigentlich frei Haus. Das heißt, bei mir 12 Flaschen kann man bestellen, wird zugeliefert. Sonst sind unsere Weine bei den Grossisten, Weinhändlern hier in Südtirol, was wir haben, Wien und Verana Weinhaus, wenn ich einen nennen darf. Und haben jetzt mittlerweile auch einen Weinshop, also im Internet. Und alle anderen Informationen kann man eigentlich unter www.obermoser.wein einsehen und wie man die Weine beziehen kann. Wunderbar. Ja, noch bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei den Zuschauern und bei dir fürs Dabeisein. Und wir sehen uns mit großer Freude wieder am nächsten Mittwoch um 19 Uhr mit einem weiteren Produzenten vom Südtirol St. Magdalena Classico aus dem Weingebiet St. Magdalena. Danke, Thomas, und danke an die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Gerne und auf ein gutes Glas und Magdalena. Zum ja, Wohl. Danke. Zum Wohle. Ciao, danke. Tschüss.